Noble Männer, Volk von Byzanz. Das Oströmische Reich befindet sich in einer schwierigen Phase, die wir nur gemeinsam stemmen können. Seldschuken, falsche Kaiser, ein misstrauischer Bischof in Rom und andere Bedrohungen von außen machen mir, Kaiser Alexius, Sorgen. Doch möchte ich das Römische Reich wieder zu alter Pracht und Größe führen, wie zu Zeiten unserer Ahnen. Als stolze Römer ist es unser Geburtsrecht und unsere Pflicht, die römisch-griechische Kultur und das christlich-orthodoxe und den christlich-orthodoxen Glauben auch wieder außerhalb von unseren Grenzen zu etablieren und unser Reich vor Gefahren zu schützen. Um Roms erneuten Aufstieg zu sichern, verkündige ich tiefgehende Änderungen für unser Reich. In der Tradition der Römischen Republik werde ich Kraft meines göttlichen Auftrags den römischen Senat wieder mit gewichtigen Rechten und Privilegien ausstatten, um künftigen Problemen entgegenzutreten. Der römische Senat war maßgeblich am Aufstieg des römischen Reiches beteiligt und deshalb vertraue ich auch heute wieder auf die weisen Männer des Oströmischen Reiches. Auf euch, die sich hier heute versammelt haben, meine geschätzten Bürger von Byzanz. Ihr werdet in dem neu erstarkten Senat des neu erstarkten Oströmischen Reiches über die grundlegenden Entscheidungen unseres Reiches diskutieren und abstimmen. Ich versichere euch bei Gott, dass ich mich in der Ausführung immer an euer Votum halten werde. Trotzdem werden wir in diesem heiligen Senat nicht jede Kleinigkeit regeln, denn dafür bleibt keine Zeit und ich vertraue auf die lokalen Provinzgouverneure, Generäle, Admiräle, Händler und alle anderen Diener des Reiches, dass sie ihre Arbeit vor Ort, so wie ich, grundsätzlich im Gleichklang mit den Anweisungen des Senats ausüben werden. Vor Beginn dieser Senatssitzung habe ich einigen wenigen eine Nachricht zukommen lassen mit den ersten wichtigen Diskussionspunkten. Diese noblen Herren repräsentieren die unterschiedlichen Gruppen in unserem Reich und werden die Debatte führen. Doch auch die anderen noblen Bürger Ostroms unter euch können an den Diskussionen teilnehmen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst. Nun, ihr Repräsentanten, noblen Senatoren, tretet vor den Kaiser des Byzantinischen Reiches, Alexios, und vor euren Gott. Nikolaos Grammaticus, Patriarch von Konstantinopel, schwörst du deinem Kaiser und dem Römischen Reich als Senator treu zu dienen? Höre meine Treue bis in den Tod. Manuel Vutumitis, Herr von Nikäa, schwörst du deinem Kaiser und dem Römischen Reich als Senator treu zu dienen? Auch ich schwöre meine Treue bis in den Tod. Nikephoros Phrynios, Herr von Adrianopolis, schwörst du deinem Kaiser und dem Römischen Reich als Senator treu zu dienen? Ich schwöre auf meinen Kaiser, auf meinen Gott und auf mein Volk Treue bis in den Tod. Dimitrios Kaifallas, Gildenmeister der Kaufmannsgilde von Konstantinopel, schwörst du deinem Kaiser und dem Römischen Reich als Senator treu zu dienen? Ich schwöre feierlich, dem Kaiserreich von Byzanz und dem Kaiser Alexios treu als Senator bis in meinen Tod zu dienen. So soll es sein. Ich eröffne hiermit die erste Senatssitzung und übergebe das Wort an den ehrenwerten Senator Nikolaos Grammaticos. Basileus Alexios, Senatoren, wie Ihnen allen sicher bewusst ist, haben wir in unserer Geschichte stets als das Bollwerk der Christenheit gegen die islamische Aggression gedient. Doch wer nur verteidigt, der kann nicht siegen. Wir benötigen Aktion, nicht Reaktion. Die Seldschuken sind so nah vor unserer Haustür wie noch nie in unserer Geschichte. Und die Zeit, in der wir uns hinter hohen Mauern verstecken konnten, ist nun vorbei. Christliche Provinz Trapezunt ist abgeschnitten. Unsere koptischen Brüder in Armenien besetzt und auch im Norden drohen wir die letzte Bastion der byzantinischen Kirche, Kaffa, zu verlieren. Wir dürfen nicht zulassen, werte Senatoren, dass unser Vermächtnis nun erlischt. Schwere Zeiten sind angebrochen für unsere Nation, doch haben wir die Herausforderung nie gescheut. Es ist an der Zeit, den heidnischen Seldschuken zu zeigen, dass der Kaiser ein wahrer Erbe Justinians ist und dass in jedem unserer Generäle ein Held, nicht geringer als der große Belisarius selbst, unsere Heere führt. Lasst uns das Christentum zurück nach Asien tragen. Mit Fanfaren sollen wir einziehen in die Gebiete, die uns einst gehörten, die Ungläubigen vertreiben und unsere Brüder retten. Die Aufgabe ist gewaltig. Doch stehen wir nicht allein. Die Lateiner, auch wenn keine Orthodoxen, sind vereint mit uns im Leib und im Blut Christi. Und sie werden uns, sie müssen uns helfen. Ich fordere den Kaiser auf, sendet Boten nach Rom, Venedig, Budapest,
Wir müssen die vereinigte Christenheit gegen die Ungläubigen entfesseln und uns als wahre Erben Roms erweisen. Ich lege dem Kaiser Alexios hiermit ein Dekret zur Unterzeichnung, neue Truppen auszuheben und die Rekrutierungskapazitäten durch Bauarbeiten zu erhöhen. Zudem soll Heerschau in Nikäa abgehalten werden. Das Heer muss sich versammeln und die Seldschuken aus dem Land jagen. Ich selbst bitte euch, meinen Kaiser, um Versetzung in unsere christlichen Gemeinden in Kleinasien, um unseren christlichen Brüdern und Schwestern in ihrer Stunde schlimmster Not und im Angesicht der heidnischen Teufel Mut zu spenden. Auch deshalb bitte ich euch, den Kaiser, die Steuerlast nicht so hoch zu setzen, um ihre Herzen nicht den Teufeln zuzutreiben. Und bitte ihn deshalb auch mir für meine Reise in Asien Unterkunft in Form von Kapellen und Kirchen zu gewähren. Lasst uns also in den Krieg ziehen und ihnen die Macht des purpurnen Phönix zeigen. Ich danke euch, mein Freund und ehrenwerter Senator Nikolaos Grammatikos. Als nächstes Manuel Vutumitis, Herr von Nikäa, hat das Wort. Ich richte meine Worte an den großen Senat von Byzanz und an Kaiser Alexios. Die heutigen Entscheidungen sind von größter Wichtigkeit für die Zukunft unseres Volkes. Unsere größte Aufgabe besteht darin, die Verantwortung für unser Volk zu tragen und weise für sein Wohlbefinden zu entscheiden. Die Seldschuken haben Kerngebiete unseres Heimatlandes verheert, stehen vor den Toren meiner Stadt Nikäa und kontrollieren bis heute unsere Gebiete. Unsere Stadt Trebizond ist aus diesem Grund beinahe abgeschnitten von der Außenwelt. Unser Volk, das in diesen Gebieten lebt, verdient eine römische Herrschaft. Wir brauchen ein militärisch und wirtschaftlich funktionierendes Kernland und selbiges werden wir uns von den Seldschuken zurückholen müssen. Denn als größte Handelsmacht des Mittelmeerraums ist eine wirtschaftliche Einigkeit und Fortschrittlichkeit notwendig. Deshalb sollten wir auch nicht dem Ausbau unserer wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen sparen. Nein, Byzanz ist seit Jahrhunderten Mittelpunkt von Wirtschaft und Kultur. Diesen Stand dürfen wir nicht aufgeben. Deswegen empfehle ich dem Kaiser, Kontakt zu den neuen Handelsrepubliken im Westen zu suchen. Sie sind im Aufstieg begriffen und der beste Handels- und vielleicht sogar Bündnispartner, den das Kaiserreich zu haben vermag. Was kann unsere Wirtschaft stoppen, wenn wir mit ihnen den Bund suchen? Die Krim hingegen hat ihren wirtschaftlichen Wert verloren. Orientalische Waren erreichen uns über Persien und von wo sie auch kommen mögen, fließen sie durch Konstantinopel. Wenn die Krim für einen guten Preis abgetreten werden kann, sollten wir uns dies nicht entgehen lassen, denn sie ist wohl kaum zu verteidigen. Noch liebt euch das Volk, großer Kaiser. Wir wollen dies so belassen, denn die Seele eines Reiches ist sein Volk. Belastet sie mit fairen Steuern, damit sie nicht an Armut leiden, aber auch ihren Teil zum Reiche beitragen. So spreche ich, Manuel Vutumitis. Ich danke euch, Manuel Vutumitis, Herr von Nikäa. Als nächstes spricht Nikiphoros Phrynios, Herr von Adrianopolis. Mein Kaiser, meine edlen Herren, die ihr heute hier versammelt seid. 722 Jahre ist es nun her. 722 Jahre zuvor kämpften unsere Vorfahren eine bedeutende Schlacht vor den Toren Adrianopels. In dieser Schlacht verloren wir nicht nur den Kaiser Valens, wir verloren vor allem den Schutz unserer Hauptstadt, die Integrität unserer Grenzen. Das Oströmische Reich war an diesem Tage zum ersten Mal empfindlich geschlagen worden. Eine Schlacht, von der wir uns jahrhundertelang kaum erholen konnten. Nun, 722 Jahre später, im Jahre des Herrn 1100, wieder einmal haben wir eine Bedrohung von Barbaren aus dem Norden. Eine barbarische Horde, die in den Steppen wütet und die Krim von fast allen Verbindungen abgeschnitten hat. Wir werden die Krim nicht halten können. Doch was wir nun tun müssen, ist die alten Provinzen Thrakiens und Makedoniens wieder zu sichern. Die alte Grenze an der Danubia wiederherzustellen
den Schutz unserer Hauptstadt wieder sicherzustellen, unserer Bevölkerung wieder Schutz zu bieten, auf dass sie sich wieder ihrem Tagwerk widmen kann, wieder die Liebe zu Gott finden kann. Nicht nur werden wir damit Schutz für unser Kernland und für unsere Hauptstadt erlangen, diese wohlhabenden Provinzen verfügen auch über das System einer effizienten administrativen Verwaltung, die wir schon einmal dort eingeführt hatten. Sie werden uns Einkommen generieren. Geld, das wir für weitere Investitionen brauchen. Der Handel ist eine der wichtigsten Grundstützen unserer Wirtschaft. Aller Handel vom Osten in den Westen läuft über unsere Hauptstadt Konstantinopel, geschützt von unserer Flotte. Wir müssen Kontakt zu der Handelsrepublik Genua herstellen. Wir müssen unsere Konkurrenten in Venedig übergehen und sie somit schwächen, sodass wir von ihren Flotten bald hoffentlich keine Bedrohung mehr erfahren müssen. Über Trebisond können wir den Handel in den fernen Osten weiterleiten. Über die Krim jedoch weder in den Osten noch in den Norden nach Novgorod. Denn die barbarischen Horden haben uns jede Möglichkeit verwehrt, solange wir nicht stark genug sind, in solcher Ferne zu agieren. Auch die Bedrohung im Osten ist eine reale, doch über das Wasser, über die Meerenge werden sie nicht kommen. Diese Heiden verstehen es nicht, Schiffe zu bauen, nicht so wie wir. Doch von Landes her ist auch unsere Hauptstadt verwundbar. Wir brauchen wieder eine starke Armee, im Kern die Infanterie, die uns über Jahrtausende den besten Dienst erwiesen hat. Und um nicht nur die administrative Effizienz, den Handel und die Truppenbewegung sicherzustellen, sondern auch zukünftig in wieder zurückeroberte, entfernte Provinzen reisen zu können, Botschafter zu senden, um Bedrohungen in Zukunft frühzeitig erkennen zu können, brauchen wir eine gute Infrastruktur. Im Westen ist das Königreich der Ungarn. Es mögen zwar Lateiner sein, die auch erst vor kurzem christianisiert wurden und noch vorher im Konflikt mit dem Heiligen Römischen Reich stand, noch steht, wenn man so will. Dieses Heilige Römische Reich, was sich sowohl heilig als auch römisch schimpft. Wir sind die wahren Römer. Und wir werden den Fehler nicht machen, mit den Ungarn in Konflikt zu geraten. Die Ungarn sind von ihrer Lage im Nordwesten, von ihren Konflikten mit den Barbaren in der Steppe im Norden, ein natürlicher Verbündeter. Es sind schwere Zeiten, die uns derzeit bevorstehen. Doch lasst uns dafür sorgen, nie wieder eine empfindliche Niederlage wie die von Adrianopel erleiden zu müssen. Vielen Dank, Nikiforos Phrynios, Herr von Adrianopolis. Wir machen weiter mit dem Gildenmeister der Kaufmannsgilde von Konstantinopel, Dimitrios Kaifalas. Ich, Dimitrios Kaifalas, Gildenmeister der Händlergilde von Konstantinopel, grüße Kaiser Alexius, alle Senatoren und das Volk des großen Phönix dieser ersten Senatssitzung des Byzantinischen Reiches. Ich plädiere für den Aufbau eines Handelsmonopols in Marmor. Wir haben in unserem geliebten Griechenland sehr viel von dem wunderbaren Gestein der Götter. Wir sollten den Abbau des wertvollen Gesteins fördern. Dazu müssen wir zuerst unser Straßennetz ausbauen, um die Waren schneller innerhalb unserer Grenzen zu transportieren. Danach sollten wir uns auf den Bau von Marmorminen konzentrieren, angefangen in Korinth. Ich werde selber nach Korinth reisen, um von dort aus den Marmorhandel zu leiten. Darüber hinaus sollten wir uns auf gute Beziehungen mit den lateinischen Staaten und der katholischen Kirche fokussieren, da sie eine der wichtigsten Abnehmer im Handel mit Marmor sind. Wir sollten generell zusehen, dass wir gute Freunde auf der Welt finden, denn die vielen muslimischen Völker wollen alle unser geliebtes Europa überfallen. Wir sind der Brückenkopf von Asien nach Europa und sollten diesen gegen die vorstoßenden Muslime auch verteidigen. Die einzige Gefahr für uns stellen momentan die Seldschuken dar und der Verlust von der Krim und Trebizond.
Ich will das begrüßen, wenn unsere Generäle sich um den Erhalt des byzantinischen Handels, der byzantinischen Handelsdominanz im Schwarzen Meer bemühen und die Krim verteidigen. Hier wäre auch ein Präventivschlag gegen die Seldschuken von Vorteil, bevor uns diese gemeinen Muslime unsere zivilisierten Ländereien plündern und verwüsten. Dazu wäre eine größere Flotte klar von Vorteil. Außerdem bin ich der Meinung, dass eine Senkung der Steuern dem Kaiserreich auf lange Sicht gesehen nützlicher ist als die Erhöhung eben dieser. Dadurch hätten wir einen größeren Populationszuwachs im Klerus, da es der Armut vorbeugt und nicht schon viele Bürger des Kaiserreiches bereits im Kindesalter verhungern müssen. Außerdem wären wir durch niedrigere Zölle sich auch mehr Kaufmänner in unserem Land ansiedeln und unser Land langsam aber stetig zu einem wahren Wirtschaftswunder aufbauen. Auf dass der byzantinische Phönix erneut aus dem Chaos eines gespaltenen Kontinents auferstehen wird und seine Feinde ins Verderben stürzen wird. Vielen Dank, Dimitrios Kaifallas. Nun, Nikolaos Grammatikos, hast du Zeit für die Gegenrede? Bitte. Nun, ich habe nun mehrfach gehört, dass die Krim aufgegeben werden soll. Dies kann und werde ich nicht unterstützen. Krim ist unsere letzte Bastion. Wenn wir die Krim aufgeben, dann wird das orthodoxe Christentum in Osteuropa fallen. Es ist keine Handelspflicht unsererseits, diese Bastion zu halten. Es ist eine moralische. Und wie könnten wir uns vor Gott verantworten, wenn wir dieser Pflicht nicht nachkommen? Weiterhin begrüße ich die breite Zustimmung für Expansion in unseren ehemaligen Kerngebieten in Kleinasien. Ich sehe eine große Befürwortung, auch wenn ich die Notwendigkeit der Sicherung der Nordgrenzen bis zur Danubia erkenne, so ist es doch wichtiger, zuerst gegen die Armee vorzugehen, die momentan direkt vor Nicea steht. Es kann doch nicht angehen, dass wir in unserem eigenen Territorium Ungläubige dulden. Nun, zum Thema Marmorexpansion. Ja, ich sehe eine Notwendigkeit einer starken Wirtschaft. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines starken kulturellen Erbes. Allerdings ist auch die stärkste Wirtschaft nutzlos, wenn sie einem direkt entrissen wird. Demnach fordere ich zuerst Truppenaushebungen, bevor wir uns um die Stabilisierung der Wirtschaft kümmern können. Denn wenn nichts zu stabilisieren ist, dann ist eben das Geld auch nur verschwendet. Ich danke euch, Nikolaos Grammatikos. Wir machen weiter mit Manuel Vutumitis und seiner Gegenrede. Nun, viel hat mir zugesagt von dem, was die Senatoren hier heute angebracht haben, und ich möchte auf einige Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind. Zum einen der Streit um die Krim. Ich kann meinem Vorredner da leider nicht zustimmen. Das Problem ist, dass man natürlich sehr viele Ressourcen in die Verteidigung von Kaffa hineinstecken kann, ohne dass man große Möglichkeiten hat, das wirklich zu verteidigen. Ich möchte den netten Patriarchen hier noch einmal darauf hinweisen, dass das Christentum sich stets auch gegen alle Obrigkeit in den Ländern gehalten hat und dass das Christentum und gerade die östliche Kirche bekannt dafür ist, trotz Verfolgung immer ein guter Ort gewesen zu sein, in dem sich die Bedürftigen und die Armen der verschiedenen Völker zusammengefunden haben, unabhängig davon, ob sie nun verfolgt wurden oder nicht. Es bedeutet nicht, dass wir für alle Zeit den Norden unserer Gebiete aufgeben, aber ich würde es schon begrüßen, wenn wir uns in der momentanen Situation um die wichtigen Dinge kümmern und nicht um kleine Siedlungen wie die Krim, so sehr mir die Bevölkerung dort auch am Herzen liegt. Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass ich mit den anwesenden Senatoren sehr viel Übereinstimmung generiert habe. Es ist sehr schön, dass wir über die Schritte so weit im Klaren sind und dass wir uns alle darüber einig sind, was unsere nächsten Schritte sein sollten. Der Stärkung des Handels, um eine Finanzierung auch zukünftiger Kriege und den Krieg gegen die Seldschuken zu finanzieren und die Vertreibung der Seldschuken aus unseren früheren Kernlanden. Das alles stimmt mich sehr positiv und ich sehe sehr optimistisch in die Zukunft unseres Landes. Vielen Dank und wir machen weiter mit der Gegenrede von Nikiforos Phrynios, Herr von Adrianopolis. Eure Heiligkeit hat darauf plädiert, die Krim
um jeden Preis zu verteidigen. Doch was für einen Sinn hat es, gute Christen in Scharen auf diese Halbinsel zu schicken, um sie dann massakrieren zu lassen, für eine Sache, die bereits verloren ist? Ich sage, wir sollten jeden guten Christen von der Krim evakuieren. Lasst uns unsere Ressourcen schonen, damit wir irgendwann die Möglichkeit haben, wahrhaft gegen die Ungläubigen dort vorzugehen. Wahrhaft das Christentum in Osteuropa zu retten. Doch einen Mann nach dem anderen in den Tod zu schicken, wird uns lange nichts bringen. Ich danke auch euch und nun der letzte Redner dieses Tages, Dimitrios Kaifalas. Ich kann es nicht für wahr befinden, dass sich so viele Senatoren doch gegen den Verlust der Krim, für die Aufgabe der Krim entschieden haben. Da wir haben eine Verpflichtung gegenüber unserem Volke und wir können es nicht verantworten, wenn wir einfach unser Volk dem reißenden Strom der Horden kampflos überlassen und sie einfach dem grausamsten Tode aller einfach auszusetzen. Ich kann es nicht glauben und außerdem ist die Krim so ein zentraler, wichtiger Handelspunkt in den Norden von Russland, dass wir es uns eigentlich nicht erlauben können, Kaffa einfach so aufzugeben. Dennoch finde ich es sehr gut, dass wir fast alle in der Idee übereinstimmen, dass wir gute Beziehungen zu den italienischen Völkern hegen sollten und gegen die Seldschuken vorgehen müssen. Ich danke auch dir, Dimitrios Kaifalas. Damit beende ich die erste Debattenrunde in dem Heiligen Senat von Konstantinopel und bedanke mich bei allen Repräsentanten der verschiedenen Gruppierungen im Senat. Nun, werte Senatoren, ihr werdet aufgerufen, eure Stimme abzugeben in allen besprochenen Punkten. Und möge euch Gott bei dieser Unterstützung zur Seite stellen, bei dieser Abstimmung zur Seite stellen. So, Leute, das war unsere erste Debatte heute. Ich hoffe, die hat euch soweit gefallen. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, wie läuft das Ganze weiter? Es gab ja gleich am Anfang, ging ja die Rede von Kaiser Alexios los, ohne irgendein Vorwort noch. Deswegen jetzt dieses Nachwort. Wie läuft die Abstimmung ab? In der Beschreibung werdet ihr einen Link finden zu einer Abstimmung. Und da werde ich versuchen, die einzelnen Punkte, die angesprochen wurden und auch die einzelnen Meinungen eben separat aufzuschlüsseln und ihr könnt dann eben zu diesen ganzen Punkten eure Meinung abgeben. Also zum Beispiel wird es dann halt eben eine Abstimmung darüber geben, wollen wir uns eher mit Genua oder eher mit Venedig verbünden oder eben überhaupt mit einem von beiden. Und auch eben diese Sache mit Ungarn wird zur Abstimmung stehen. Es wird auch unter anderem eben drei Antwortmöglichkeiten geben, was Kaffa angeht, nämlich halten, verkaufen oder aufgeben. Auch die Sache hier mit diesen Rebellenprovinzen, Skopje, Sofia und Arta, wird die eine Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit wird sein, wir greifen sofort die Seldschuken an. Und ich werde, die wurde zwar nicht erwähnt, diese Möglichkeit, aber auch noch eine dritte Möglichkeit geben. Und zwar, dass wir uns eben so schnell wie möglich gegen die Seldschuken wenden sollen, aber gleichzeitig eben auch noch diese Rebellenprovinzen erobern sollten. Ich denke, das ist noch ein ganz schön wichtiger Punkt auch noch so. Genau. Ansonsten danke ich allen vier Senatoren, die heute hier mitgemacht haben. Ich hoffe, eure Charaktere leben beim nächsten Mal noch. Und gut, das wäre es erstmal für heute. Wie geht es dann jetzt weiter? Die Abstimmung läuft wahrscheinlich 3 oder 4 Tage. Dann werde ich das erste Video bringen, werde am Anfang auch in Roleplay, als Roleplay-Rede praktisch die Ergebnisse verkünden und werde die dann ausführen. Dann gibt es, was weiß ich, irgendwo zwischen 5 und 10 Videos bis zur nächsten Debatte. Genau, und ihr seid natürlich unter diesem Video und auch unter den nächsten Videos immer dazu
aufgefordert und auch, ja, ihr dürft es gerne machen, selbst auch ein bisschen mitzudebattieren. Ihr dürft euch in irgendeine Rolle reinversetzen, von einem Bauern, von einem Soldaten, von einem Händler und so weiter und so fort. Vielleicht ist ja jemand von euch gar nicht damit zufrieden, was euer Repräsentant Dimitrios Kaifalas zum Beispiel gesagt hat, wenn wir gerade dieses Beispiel der Händler nehmen, oder jemand stimmt zu oder sonst irgendwas. Also, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen und über Rückmeldungen würden wir uns alle sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dann in, denke ich, 3 Tagen oder sowas. Die Tage bis übrigens zum nächsten Part oder zum ersten richtigen Aufnahmepart wird dann übrigens wieder Third Age Total War kommen und natürlich auch ab und zu mal die Total War Liga. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Leute.